Weißt du, Sammy, ich habe immer von einem ruhigen Leben geträumt. Weit weg von der Hektik der Stadt. Ich auch, Lina. Und sobald mein neues Projekt abgeschlossen ist, können wir vielleicht an einen solchen Ort ziehen. Ich habe eine wichtige Neuigkeit. Ich habe ein Jobangebot im Ausland erhalten. Es könnte unser Leben verändern. Aber was ist mit unserer Familie und Freunden hier? Es ist nur für ein Jahr und es könnte uns die Chance geben, neu zu starten und unsere Träume zu verwirklichen. Sammy, ich habe das Gefühl, dass uns jemand folgt. Mach dir keine Sorgen. Sammy, komm und fahr mit uns. Nein, lassen Sie ihn in Ruhe. Stehen Sie da, wenn Sie den Mut haben. Es ist nicht sicher für Sie hier. Sie müssen sofort gehen. Wer sind Sie? Und warum helfen Sie uns? Es gibt keine Zeit für Erklärungen. Wenn Sie leben wollen, folgen Sie mir. Dann, wir gehen. Sammy, warte doch. Wo sind wir hier? Und warum haben Sie uns hierher gebracht? Mein Name ist Max. Ich kenne Sammy von früher. Es gibt Dinge, die Sie nicht über ihn wissen. Das ist Vergangenheit, Max. Warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Es ist nicht ich, der dir folgt. Es ist die Organisation. Sie wissen von deinem neuen Jobangebot. Und sie wollen nicht, dass du gehst. Organisation? Was reden Sie da? Sammy war früher ein Teil von uns, einer geheimen Organisation. Aber er hat beschlossen, uns zu verlassen, und das hat Konsequenzen. Ich habe gedacht, dass ich das alles hinter mir gelassen habe. Ich wollte nur ein normales Leben mit Lina führen. Komm, ich zeige dir etwas. Erinnerst du dich an ihn, Sammy? Er ist jetzt der Kopf der Organisation. Karl, ich hätte wissen müssen, dass er dahinter steckt. Er hat dich nie vergessen. Er betrachtet deinen Abgang als persönlichen Verrat. Ich bin nicht ihm, sondern mir selbst treu geblieben. Ich wollte nicht Teil seiner schmutzigen Spiele sein. Ich verstehe dich, Sammy. Aber du weißt, wie die Organisation funktioniert. Sie lassen niemanden einfach so gehen. Was wollen Sie genau von mir? Eine letzte Mission, wie ich bereits sagte. Es ist gefährlich, aber wenn du es schaffst, versprechen sie, dich für immer in Ruhe zu lassen. Sammy, nein, bitte mach das nicht. In Ordnung, ich werde es tun. Aber zu meinen Bedingungen. Das klingt nach dem Sammy, den ich kenne. Sammy, warum hast du zugestimmt? Warum hast du mir das nie erzählt? Ich wollte dich beschützen. Ich wollte, dass du fern von dieser dunklen Welt bleibst. Aber jetzt ist es notwendig, dass du die Wahrheit kennst. Was können wir jetzt tun? Ich habe eine letzte Mission. Wenn ich es schaffe, versprechen Sie, mich in Ruhe zu lassen. Du darfst nicht gehen. Es ist zu gefährlich. Ich muss es tun, Lina. Es ist der einzige Weg. Ich werde bei ihm sein. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Bitte, pass auf dich auf, Sammy. Das verspreche ich. Das ist der Ort. Die Organisation hält etwas sehr Wertvolles hier drin.
Bitteschön. Danke. Was ist so wichtig, dass Sie es in einem solchen Hochsicherheitsbereich aufbewahren? Eine Datei. Sie enthält Informationen über alle Agenten und Operationen der Organisation. Mit dieser Datei könnten wir sie für immer zerstören. Es wird nicht einfach sein, da reinzukommen. Ich weiß. Aber mit deinen Fähigkeiten und meinem Wissen können wir es schaffen. Wir brauchen einen Plan. Es gibt zu viele Sicherheitsmaßnahmen. Ich habe einen Insider. Er wird uns helfen, die Sicherheitssysteme zu umgehen. Wer ist dieser Insider? Jemand, dem du sehr nahe stehst. Es ist Zeit, dass ich auch helfe. Lina, was machst du hier? Es ist zu gefährlich. Ich kann nicht nur zusehen, wie du in Gefahr bist. Wir sind ein Team. Mit ihr an unserer Seite haben wir eine bessere Chance. Ich will nicht, dass dir etwas passiert. Wir werden das zusammen durchstehen. Wie immer. Der Sicherheitsraum ist am Ende dieses Korridors. Wir müssen nur diese Kameras umgehen. Ich habe einen Störsender. Es wird die Kameras für kurze Zeit ausschalten, aber wir müssen schnell sein. Sobald wir drinnen sind, brauche ich Zugriff auf Ihren Hauptserver. Das wird uns die Datei geben. Wir haben nicht viel Zeit. Sie werden bald wissen, dass wir hier sind. Ich werde den Eingang bewachen. Beeil dich, Sammy. Ich habe die Datei. Ich lade sie jetzt herunter. Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen jetzt gehen. Fast fertig. Fertig. Lass uns hier rauskommen. Lauf! Ich halte sie auf. Das war knapp. Glaubst du, Max wird okay sein? Ich hoffe es. Er kennt die Organisation besser als jeder andere. Max, du bist verletzt! Es ist nur ein Kratzer, aber wir müssen hier weg. Wir haben die Datei. Mit diesen Informationen können wir die Organisation zu Fall bringen. Das ist gut, aber jetzt ist es am wichtigsten, in Sicherheit zu sein. Mit dem können wir hier rauskommen. Ich kann fliegen. Sie kommen. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben es geschafft. Ja, aber das ist erst der Anfang. Wir sollten hier für eine Weile sicher sein. Wir müssen herausfinden, was in dieser Datei ist. Es könnte unser Schlüssel sein, um sie endgültig zu stoppen. Bitte schön. Danke. Es gibt Namen, Orte, Transaktionen. Es ist alles hier. Die gesamte kriminelle Operation der Organisation. Wenn diese Informationen an die Öffentlichkeit gelangen, wird es das Ende für Sie sein. Aber wie können wir sicherstellen, dass die Informationen sicher sind? Wir müssen Kopien erstellen und sie an vertrauenswürdige Quellen verteilen. Journalisten, Polizei, Regierungsbeamte. Es wird gefährlich sein. Die Organisation wird alles tun, um uns aufzuhalten. Wir haben schon so viel riskiert. Wir können jetzt nicht aufgeben. Wir werden es zusammen durchstehen, wie immer. Sie haben uns gefunden. Wir müssen hier raus. Es gibt einen geheimen Ausgang durch den Keller. Komm!